Wir sind heute in der Fahrradwerkstatt, Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt, korrekt? Ja. Und haben hier zwei Mitarbeiter, die uns ein bisschen was erzählen können. Ja, fragt mal. Frag mal, wo sind wir hier, was passiert hier? Und wer seid ihr überhaupt? Ja, ich bin der Jakob, hier Mitarbeiter Jakob Haftung. Und hier passiert vieles. Wir haben eine Selbsthilfewerkstatt seit 5 Jahren. Und wir leben halt von Spendefahrrädern, die wir die Leute geben können. Wir kriegen Spende und wir geben auch mit kleine Spende ab und reparieren. Ja, wir möchten natürlich, weil es eine Selbsthilfewerkstatt ist, möchten wir natürlich, dass die, die ein Fahrrad möchten, was kaputt ist, das selber machen. Aber in der Regel ist es so, dass wir zumindest Hilfestellung leisten müssen und manches müssen wir dann auch machen, wenn einer nun wirklich zwei Linke hat. Okay, und die Fahrradwerkstatt, gibt es seit wann und wie ist die entstanden? Die gibt es seit 5 Jahren und die ist entstanden von der Diakonie aus für Flüchtlinge, die erst ankamen, so viele, und dass die Flüchtlinge mobil sein können, dürfen. Und das Hintergedanke ist, dass die Flüchtlinge hierher kommen und mit uns die Sprache lernen, halt Unterhaltung haben. Und halt für alle anderen, auch für Studenten und Leute, die ihre eigenen Fahrräder selbst bauen wollen oder reparieren wollen oder die wenig Geld haben auch. Das ist eine sehr gute Mischung, macht auch sehr viel Spaß. Am Anfang war es sehr viel, als die vielen Flüchtlinge kamen, schwappte es hier richtig rein und man wusste nicht mehr, wo der Kopf stand. Und inzwischen hat sich das normalisiert und ja, also ich komme da gerne und ich glaube, wir arbeiten alle gut zusammen und wenn einer was nicht weiß, weiß der andere. Hm. Und ihr macht das ehrenamtlich oder habt ihr auch Stellen hier? Nee, ehrenamtlich. Okay. Also soweit ich, für mich ist ehrenamtlich. Ja. Die Diakonie hat eine Frau, die ein paar Stunden in der Woche, ich glaube 5 Stunden oder so, ja, macht und die den organisatorischen Kram macht, weil sie muss ja auch abgerechnet werden, die Spenden und wenn jemand gebrauchte Teile hier kauft, obwohl es soll kein Kauf sein, sondern ist eigentlich, ich nehme das entgegen und spende dann. Das ist so der Sinn der Sache. Und die Miete wird auch von der Diakonie übernommen, oder die Räumlichkeiten? Ja, die Miete zahlt die Diakonie und wenn es hier gut läuft, dann kommt das Geld eigentlich auch rein. Okay. Also es wird immer wieder gesagt, ja, geht ja finanziell ganz gut und so weiter. Ja, also wir haben auch von der ASTA Hilfe, einmal jährlich. Für was anderes von der Stadt haben wir auch Hilfe bekommen. Es gibt auch eine Quelle, aber ich komme jetzt nicht darauf. Das weiß ich nicht. Und was sind so Herausforderungen? Gibt es irgendwie menschliche Herausforderungen eher oder sind sie eher finanzielle Herausforderungen oder ist es die Motivation, wie kommt ihr hier immer her? Also am Anfang war es so, dass viele Flüchtlinge nicht unterscheiden konnten zwischen einer Institution, wie wir sie haben, ehrenamtlich, und einem Amt. Die kamen dann hier rein und sagten, ich will ein Fahrrad. Ja, wir haben leider keins. Aber ich krieg doch eins, nicht? Also es war ein richtiges Anspruchsdenken auch da. Aber inzwischen hat sich das rumgesprochen, wie das hier funktioniert. Und ja, das läuft insofern doch wirklich sehr gut zur Zeit. Läuft, ne? Ja, wir sind zufrieden. Also warum hier kommen? Es ist halt, Menschen zu helfen, das macht Spaß. Außerdem, man hat mit etlichen Menschen Kontakte, Studenten, alte Leute, Kinder. Eine sehr gute Mischung. Wir haben ja, das gute, ist eine gute Mischung, ja. Mit der Sprache muss man da probieren und da probieren, das ist halt... Ja, aber wir versuchen so weit wie möglich Deutsch zu sprechen und mit Händen und Füßen und so weiter, weil sie sollen ja auch ein bisschen Deutsch lernen. Wenn alle Stricke reißen, haben wir dann jemand dabei. Du sprichst ja ein paar arabische Sprachen und mit Englisch und so kommen wir immer durch eigentlich. Und habt ihr Tipps, wenn jemand sowas selber gründen will? Was gibt es zu beachten? Oder ist es machbar, auch als Gruppe von Menschen, die einfach Lust haben, so ein Projekt zu starten?
Habt ihr da irgendwelche Tipps, Hinweise? Also man braucht auf jeden Fall, würde ich sagen, Träger. Das macht das Ganze auch ein bisschen seriöser, würde ich mal sagen. Und man braucht auch eine Anfangsinvestition. Also man braucht Werkzeug. Hier wurde sehr viel investiert, aber das war nicht ganz so nötig. Aber man braucht schon, sagen wir mal, so 5.000 Euro vielleicht. Man braucht gute Räume. Mehr sogar. Hier zum Beispiel das Dach haben wir. Das hat eine ehrenamtlich. Ehrenamtlich? Ja. Wenn das gekauft gewesen wäre, hätte man gar nicht. Alleine 2.000-3.000 Euro. Aber die Frage ist, im kleineren Maßstab könnte man eine Garage mieten. Das wäre auch schon mal was. Also, ja. Das Geld kann reinkommen, denke ich, wenn es ehrenamtlich betrieben wird. Und mit den Fahrradspenden, ist es problematisch oder hat man eher zu viele Fahrräder, die gespendet werden? Ja, wenn jetzt ein Fahrrad 5 Stunden Arbeit braucht, um wieder fahrfertig zu sein, dann haben wir diese Zeit nicht. Also könnten wir im Grunde genommen könnten wir so 3 Leute brauchen, die außerhalb der Öffnungszeiten einfach hier jetzt schrauben würden. Das schaffen wir nicht. Deswegen hat sich einiges angesammelt und es wird dann auch einiges auf den Schritt getan, wo man denkt, oh, hätte man eigentlich noch verwenden können. Das ist leider so. Aber wir brauchen kontinuierliche Mitarbeiter, aber zumal die Studenten sind ja nach einer Zeit wieder weg, sie sind in den Semesterferien nicht da. Das ist sicherlich ein Problem, aber wir sind jetzt, glaube ich, ein Dreier-Team, Vierer-Team. Das hält auch zusammen. Es kommt drauf an. 2, 3. Ja. Freitag und Mittwoch kommen wir. Wer Zeit hat, kommt hierher. Wer keine Zeit hat, ersetzt ihm der andere. Aber wenn die Studenten da sind, die helfen auch gerne und viel. Und wir freuen immer wieder, dass sie dabei sind. Sie reparieren ihre Fahrräder und freuen sie sich, wenn man sie ein bisschen Tipps gibt, wie man das macht und was man macht. Und das sind solche Sachen halt. Mit Menschen in Kontakt bleiben und sie helfen uns viel. Und das Sprachcafé, habt ihr dazu auch ein Konzept oder ist es einfach, entwickelt sich dann, wie es kommt, so, weil die Sprache einfach eine Notwendigkeit ist? Ja, die Sprache hat sich nur so ergeben. Also ich kann ein paar Sprachen und ein bisschen Französisch, Englisch, ein bisschen Arabisch oder Amharisch, Eritreisch. Ein paar Sprachen, in welche auch die, zum Beispiel die, unsere Chefin war, die konnte gut, wie heißt das, dieser, von der Dingssprache, Iran. Iran, Farsi? Farsi, sie studiert Farsi, sie hat Arabisch, Englisch und dadurch hat sich das. Und praktisch gut ist auch, dass es, man kann zeigen, das sind ja handfeste Sachen hier. Ist ja nicht wie auf dem Amt, wo man theoretische Begriffe braucht, sondern ich kann Reifen zeigen und sagen, das ist ein Reifen, das ist ein Speicher und so weiter. Und das mache ich auch vor allem bei den Jüngeren, dass die dann ihr Deutsch auf jeden Fall ein bisschen verbessern können. Ja, wir hatten zum Beispiel Kinder, wir hatten Workshops gehabt. Ich hoffe, das machen wir auch noch, wenn das Corona vorbei ist. Wir haben zig Kinder, von Ausländern, auch Deutsche, Migranten und so. Ja. Und das macht Spaß, dass die Kinder sagen, was ist denn das, das und das? Ah, nächsten Tag kommen sie dann, ja, das ist das und das. Das ist, die lernen es schnell. Schön. Begleitet ihr den Prozess mit? Habt ihr so ein paar Highlights, die irgendwie euch in Erinnerung sind aus den 5 Jahren? Ja, es kommen immer mal wieder Studenten, die wollen ein 80 Jahre altes Fahrrad restaurieren. Und da muss ich immer so ein bisschen grinsen, wenn dann die Kübelchen aus dem Lager dann geputzt werden und so, mit welcher Liebe sie das machen. Das ist schon toll. Also wo die Bremsen auf den Reifen geht, so eine Stempelbremse, das ist ja jetzt 80 Jahre alt, aber manche sagen, oh, ist das toll und so. Finde ich einfach, ja, das ist ein echtes Hobby. Gut. Ich glaube. How many minutes do we have left? 1 minute. 1 minute. Okay. Ach, so lange. Noch 1 minute? Ach, noch 1 minute. I don't know. I think I asked everything. Ich habe gedacht, ja, eine halbe Stunde. I think I asked the tips and. Oh, good. Thank you. I don't know. Maybe you have one more question. No, no. No? Good. Ja. Wollen wir mal gucken.